grüßen lassen. Von daher nochmal ein dickes Dankeschön auch an die Feuerwehr, den Elberrat und den Vorstand, dass das alles heute so unkompliziert und flexibel geklappt hat. Vielen lieben Dank dafür. Meine Paragraphen bekannt. Paragraph 1. Alle tanzwütigen Frauen dürfen ab sofort Prinz Ralf den Ersten zum Tanzen auffordern. Sollte er gerade nicht zur Verfügung stehen, vertritt ihn gerne der Elberat und die Prinzengarde. Paragraph 3. Da wir regional einkaufen wollen, soll künftig die Eier für das Spiegeleieressen beim Hof Elpers im Haveresch gekauft werden. Bestellungen nehmen ab sofort unsere beiden Funken, Marie und Maike, entgegen. Paragraph 4. Die Feuerwehr Ortenstein und das Technische Hilfswerk sollen nicht nur den Roten Montagsumzug sichern, sondern auch den heutigen Nachhauseweg von uns Frauen. Alle Männer haben ihre Frauen mit einem guten Frühstück morgen früh zu beglücken. Mit der amtierenden Königin Betsy und mir als Prinzessin wird die Feste nun stehen bleibt, wird allen Prinzen und Königsanwärtern nahegelegt, die Mitregenten aus unserem Club zu bestimmen. Der Feuerwehrmusikzug ist verpflichtet, an allen tollen Tagen das Dorf mit schöner Karnevalsmusik zu wecken. Paragraph 8. Das Huhn hat Durst. Paragraph 10. Ein dreifarbiges, fettiges Oppenstein. Oppenstein.
weil ihr seid schon im Einsatz heute. Dankeschön. Tja, Ralf, für heute musst du damit leben, aber sei ehrlich, es ist wahr. Ihr Männer habt zwar die Hosen an, aber wir Frauen anscheinend nicht. Nun möchte ich ganz herzlich unsere Bürgermeisterin Carola? Da ist sie. Carola. Begrüßen. Schön, dass du da bist. Weibervorstand, lieber Club Phoenix-Fies, liebe Frauenclubs, die da alle stehen und auch die Männer, die mitgekommen sind und ganz besonders als Quantikerin begrüße ich die Böhlener Natur. Und ich kann sagen, ich freue mich total, dass die beiden Karnevalsvereine sich inzwischen so gut verstehen. Ja. Also die Macht über die Stadt Ahaus und über Ottenstein heute an eure holde, gut aussehende und fröhliche Prinzessin Karin die Erste abgeben darf. Ich halte ihn noch kurz fest. Ich bin mir ganz sicher, dass der Schlüssel in allerbesten Händen hier ist. Beim Galaabend, wie toll sie hier als Prinzessin alle Dinge im Griff hat. Sie kann toll feiern, sie hat viel Spaß, sie hält alles zusammen und deswegen bin ich wirklich guten Mutes und freue mich, dass ich ihr hiermit auch den Schlüssel überreichen kann.